Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf die OGG. Unser heutiges Thema dreht sich um die Rapper Bushido und Flair, meine lieben Freunde. Wenn euch das Thema interessiert, bitte bleibt dran, abonniert diesen Kanal und bis gleich. Peace and out. Ja, die zwei Rapper Bushido und Flair werden sich, glaube ich, in diesem Leben nie wieder vertragen. Es wird, glaube ich, niemals Frieden geben zwischen den beiden. Flair hat ein Diss-Track rausgehauen gegen Bushido, meine lieben Freunde. Bushido ist mit diesem Diss-Track zur Polizei gerannt und hat den Rapper Flair angezeigt. Das Ende des Ganzen war natürlich, dass Flair den Diss-Track nicht entfernen musste. Oder ich weiß nicht genau, ist er noch drin? Also der Song ist noch online, meine lieben Freunde. Und zwar darf Flair in den Track No Name laut dem ganzen Gericht und den ganzen Anwaltsschreiben die Namen der Kinder nicht erwähnen. Oder besser gesagt, er darf die Kinder nicht beleidigen in dem Track. Oder besser gesagt, in keinen Track. Flair darf gar keine Beleidigung gegenüber den Kindern äußern oder besser gesagt in seinen Liedern interpretieren, weil sich die Kinder im Prinzip nicht selber äußern können, ja, also es ist ganz klar, gegen die Kinder darf nicht gedisst werden. Die Frau darf gedisst werden, Bushido darf auch gedisst werden, das ist noch künstlerisch frei, dann darf er machen, was er will, aber gegen die Kinder darf er nichts sagen, vor allen Dingen nichts Schlechtes, meine lieben Freunde, ja. Es ist noch nicht ganz fest, ob das wirklich so bleibt oder nicht, der Song ist wie gesagt immer noch online. Ich weiß nicht, was da Sache ist, meine lieben Freunde, vielleicht wird das auch ganz einfach komplett gesperrt sein in den nächsten Tagen oder Wochen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da absagt. Das war's auf jeden Fall in diesem kurzen Video. Ich danke euch, dass ihr hier am Start gewesen seid und ich wünsche euch was. Peace out.